Grüße, Dame Setana, Sacre de la Chorale Profane. Ich habe mir ein englisch-französisch Wörterbuch gekauft und das ist vom französischen Staatsverlag Larousse. Ich kann es einmal in die Kamera halten. Larousse Advanced Dictionary, New Edition, French, English, Anglais, Français, 400.000 Translations. Bitte sehr. Das Buch hat in der Mitte einen Kulturteil, Milestones of the French Language, Jalon de la Langue Française. Und ich bin angekommen bei French during the Reformation, La Réforme en Français. Der Text liegt in Englisch und Französisch vor. Ich lese den in beiden Sprachen vor. French during the Reformation, published in Latin in 1536 and then circulated in French after 1541, The Institutes of the Christian Religion by Calvin, 1509 till 1564, is an instance of the increasing use of French in theology and religious worship. La Réforme en Français, publié en latin en 1536, puis diffusé en français après 1541. L'institution de la religion chrétienne de Calvin, 1509 à 1560. 4 témoigne de l'emploi croissant du français dans le domaine de la théologie et de la pratique religieuse. C'est important que je dise le domaine. So, was mir sehr gut an diesem Buch gefällt, sind Abbildungen von historischen Quellen. Oft sind das Bilder, Abbildungen von Texten. Und wir haben hier Portrait of John Calvin by an anonymous artist. Portrait anonym de Jean Calvin. Das ist dieses Bild hier. Zu allen anderen Texten sind auch immer Abbildungen im Buch vorhanden und die sind farbig. Mir gefällt das sehr gut, dieser Bezug auf historische Quellen oder die historischen Quellen mit einem Bezug zum Text. Ich würde mir wünschen, wenn es sowas öfter gäbe, auch gerne zweisprachig. Hier sieht man das. So. Es geht dann weiter mit The Systemizing of the Language, La Langue Réglementée. Auf Englisch systematisieren, im Französischen regulieren, in eine Form pressen. Nicht so schön wie bei den Engländern. Tschüss.